Kein Mensch will unnötig operiert werden. Aber genau das passiert immer wieder und viel zu oft in Deutschland. In keinem europäischen Land landen Patienten so schnell schnurstracks auf dem OP-Tisch. Da könnte man ja noch wohlwollend sagen, bei uns wird halt niemandem eine OP verwehrt. Es gibt aber viele, zum Teil dramatische Fälle, bei denen es für den Patienten besser gewesen wäre, er wäre gar nicht erst operiert worden. Es geschieht an einem Sonntag. Der Vater tobt mit seinen Kindern im Schwimmbad. Dann ein stechender Schmerz. Das Knie von Jens Thormeilen ist verdreht. Am nächsten Tag geht er zum Arzt, lässt das Knie untersuchen. Ein MRT vom Knie, dann die Diagnose. Meniskusriss. Angeblich. Vorher hat er nie Beschwerden mit seinem Knie. Jetzt sollte er gleich operiert werden. Nur 11 Tage nach einer Freizeitverletzung. Ich hatte dann noch mal nachgefragt, ob es auch alternative Möglichkeiten gibt, Therapien etc. Dann hat er mir wörtlich gesagt, nein, das muss operiert werden, sonst machen sich das ganze Knie kaputt. Jens Thormeilen fühlt sich von seinem Arzt massiv unter Druck gesetzt. Das frühe Drängen vieler Kollegen zur Operation hält Kniespezialist Professor Hans Pessler für unverantwortlich. Bei Jens Thormeilen kann er auf den Bildern gar keinen Meniskusriss erkennen. Eine falsche Diagnose, die seiner Meinung nach zur unnötigen Operation führt. Das Knie war nicht geschwollen, es war keine Infektion da. Es war eigentlich kein Grund, warum man so fast notfallmäßig ihn operiert hat. Wenn man das beurteilt, muss man schon daran denken, dass hier wohl im OP-Saal Lücken waren, dass also Patienten fehlten. Denn der OP-Saal muss bezahlt werden. Der kostet ja Miete. Weil er auf seinen Arzt hört, lässt sich Jens Thormeilen operieren. Danach geht es ihm schlechter als vorher. Früher war er als Pferdezüchter sportlich, joggte und ritt viel mit der Familie aus. Nach der OP hat er mehr als 60 Stunden Krankengymnastik, muss ein ganzes Jahr auf Krücken laufen. Jetzt, 2 Jahre später, kann er nur noch humpeln. Sein Knie wird sich von dieser Behandlung nie mehr erholen. Laufen kann ich nicht. Ich kann ein bisschen humpelt gehen, aber Laufen, an Sport etc. ist leider so nicht mehr zu denken. Und dann wollte noch jemand an ihm Geld verdienen. Jens Thormeilen zeigt uns Unterlagen von einem anderen Arzt, der ihm ein künstliches Teilkniegelenk einsetzen will, angeblich wegen Arthrose. Eine Operation, die ca. 12.000 Euro einbringt. Seinem Knie, nach Meinung von Professor Pessler, aber nicht hilft. Das Gelenk hat ja nur einen ganz geringen Knorpelschaden, wie die Arthroskopie gezeigt hat. Und deswegen hier ein künstliches Gelenk einzubauen, wie es dann vorgeschlagen wurde, kann man eigentlich nur als Betrug am Patienten bezeichnen. Operation zu Knieprothesen bei uns extrem häufig. Der OECD-Vergleich zeigt, in Deutschland 207 auf 100.000 Einwohner, weltweit gerade mal 109. In Deutschland wird pro Fall abgerechnet. Je mehr Operationen, desto mehr verdient der Arzt oder die Klinik. Auch er sollte schnell operiert werden, Frank Hamann. Beim Becken ausschütteln verhebt er sich. Bandscheibenvorfall. Ähnlich wie im Fall von Jens Thormeilen rät ihm sein behandelnder Arzt mit Nachdruck zur Operation. Seine klare Aussage war, wenn ich sie jetzt nicht machen würde, dann würde ich sie in wahrscheinlich sehr kurzer Zeit trotzdem machen müssen. Und deswegen würde er mir raten, die jetzt sofort durchzuführen, weil dann wäre das Thema erledigt. Und er sagt, ich könnte natürlich viel machen, aber ohne diese Operation wird es aus seiner Sicht nicht weitergehen. Die Wirbel sollen versteift werden. Aber Frank Hamann will gar keine OP. Denn er war schon vorher bei einem Orthopäden. Der hält Operationen oft für unnötig. Auch in seinem Fall. Weil für mich noch nicht alle Maßnahmen ausgeschöpft waren, um auch eine Verbesserung ohne Operation herzustellen. Wirbelsäulenoperationen bringen viel Geld. Pro Eingriff mehrere tausend Euro. Seit Einführung der Fallpauschalen ist die Zahl drastisch gestiegen. Von knapp 327.000 auf rund 735.000. 125% mehr in nur 7 Jahren.
Frank Hamann hat Glück gehabt. Ihm geht es wieder besser. Ganz ohne Operation. Sein Rücken heilt mit Physiotherapie und einfachen Übungen, die er zu Hause machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich diese zweite Meinung vor dem Krankenhausbesuch schon hatte. Sprich, dass ich schon mit dem Bewusstsein reingegangen bin, dass ein Bandscheibenvorfall nicht zwingend zu einer Operation führen muss. Frank Hamann kann sogar wieder joggen. Nur 3 Monate nach dem Bandscheibenvorfall. Mit Operation wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Hamann wirklich Glück gehabt, aber das kann es ja nun wirklich nicht sein. Unser MEX-Experte, wenn es um die Gesundheit geht, Professor Gläske ist bei uns. Guten Abend. Guten Abend. Also gute Patientenversorgung sieht ja nun wirklich anders aus als das, was wir gerade gesehen haben. Es sind ja mehrere Stichworte gefallen. Auf der einen Seite sehen wir, dass das Gesundheitssystem natürlich mehr und mehr ökonomisch auch agiert und mehr ökonomisch auch entscheidet. Das heißt, es wird sehr vieles gemacht, wahrscheinlich zu viel und manches, was eben nicht notwendig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist das Stichwort gefallen, Zweitmeinung. Und in der Zwischenzeit haben ja alle gesetzlich Krankenversicherten zum Beispiel das Recht, eine Zweitmeinung einzufordern. Das heißt, zu einem weiteren Arzt zu gehen und zu fragen, ist das wirklich erforderlich, was der Kollege angeordnet hat. Und es ist so ein dritter Aspekt. Auch zum Tragen gekommen, dass man gesagt hat, es gibt oftmals Alternativen. Hier ist die Physiotherapie genannt worden und wir haben auch Studien gemacht und Auswertungen gemacht, dass man sehen kann, die Physiotherapie kann ganz viele dieser Gelenkoperationen hinausschieben und möglicherweise überhaupt unnötig machen. Das heißt, man muss auch andere Maßnahmen in Betracht ziehen, damit man wirklich wieder vernünftig gehen kann und sich bewegen kann. Aber kann ich das irgendwie erkennen, ob ein Krankenhaus mit mir und meinem Fall Kasse machen will? Im Prinzip ist es sehr schwierig, aber man sollte natürlich auch wieder die Daten des Krankenhauses anschauen. Wie viele Operationen machen die im Schnitt? Wie viele Komplikationen gibt es? Wie funktioniert das in diesem Krankenhaus? Hat man das Gefühl, das ist im Vergleich zu anderen Krankenhäusern sehr viel mehr, als in diesem Krankenhaus gemacht wird? Sie haben ja die Zahlen gesehen, die europäischen Vergleiche. Wir liegen wirklich bei diesen Operationen weit, weit vorne. Und man muss sich natürlich fragen, haben wir die kränkeren Menschen in Deutschland, die eben auch operiert werden müssen? Wenn man genauer hinguckt, wird schneller operiert, es wird früher vorzeitiger operiert. Das wird vielleicht auch vielfach nicht notwendig operiert, wie das in diesem Fall auch der Fall war. Wir haben nur wirklich 2 unglaubliche Fälle gesehen. Einer hat Glück gehabt und dem ersten wurde ja wirklich das Knie total zerstört. Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit es nicht weiter zu solchen unnötigen Operationen kommt? Also ich glaube, wir brauchen ein Gutachterwesen, was auch von den Krankenkassen mehr zur Verfügung gestellt wird. Es gibt zwar den medizinischen Dienst, aber gerade bei den orthopädischen Maßnahmen ist es, glaube ich, wichtig, auch Gutachter zu haben, die selber auch in diesem Bereich tätig waren, nun nicht mehr in diesem ökonomischen Umfeld Krankenhaus tätig sind, sondern tatsächlich auch ihre Meinung, die Evidenz und die Kenntnis, die sie haben, mit einsetzen zugunsten der Patienten. Also Zweitmeinung und dann werden die Krankenkassen gefordert, eben so ein Gutachtersystem zur Verfügung zu stellen. Gerade bei diesen Operationen, es würde sich lohnen, weil man wahrscheinlich viele dann auch nicht notwendigerweise bezahlen müsste. Mhm. Gefälschte Pillen werden ja auch immer mehr zum Problem. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Was nach echten Pillen aussieht, ist in Wahrheit eine raffinierte Fälschung. Immer mehr davon erreichen Hessen. Mal ohne Wirkstoff, mal mit völlig falschen Inhaltsstoffen. Im vergangenen Jahr sind allein am Frankfurter Flughafen 11.000 solcher Sendungen sichergestellt worden. Für das Hauptzollamt kämpft Andreas Urbaniak gegen die gefährliche Pillenflut. Wir schauen ganz intensiv bei Sendungen, die aus südostasiatischen bzw. asiatischen Ländern kommen, schauen wir intensiver nach. Das können zum Beispiel Länder wie Indien, Bangladesch, Vietnam und China sein. Bei der Internetbestellung von Potenz- und Abnehmmitteln und weiteren Lifestyle-Präparaten war bisher die Gefahr am größten. Inzwischen werden auch gefälschte Schmerz- und Krebsmittel sowie falsche Impfstoffe nach Deutschland eingeführt. Professor Gläske, wie kann ich mich vor gefälschten Medikamenten schützen? Das ist fast noch schwieriger als vor unnötigen Operationen, die wir vorhin diskutiert haben. Also im Grunde genommen muss man sagen, es gibt ein paar Grundsätze, die man auch als Patient, als Patientin, als Verbraucher beachten muss. Wenn man im Ausland irgendetwas bestellt auf einer Internetseite, bei der es nicht notwendig ist, Rezepte vorzulegen, wenn es um rezeptpflichtige Mittel geht, die nicht erreichbar sind, die keine Beratung haben, bei denen man nur die Kreditkarte angeben muss und dann kommt irgendwann ein Päckchen und man weiß aber gar nicht wo, weil man es auch nicht zurückschicken kann, dann ist das ausgesprochen dubios, dann sind es zum
heißt Fälscherbanden. Man weiß in der Zwischenzeit, das Fälschen von Arzneimitteln bringt mehr ein als das Fälschen von Drogen, die man vertickt. Also insofern haben Arzneimittel hier einen besonderen Rang bekommen. Und das ist ein Punkt, wo man eben die Menschen warnen muss, eben nicht über das Internet zu bestellen, wenn sie merken, dass es keine Apotheker dahinter. Das ist eigentlich das Wichtige an der Stelle. Und das kommt immer wieder zum Tragen, wenn es um gefälschte Arzneimittel geht. Wenn mich keiner irgendwie fragt, haben Sie auch ein Rezept? Weil es fällt ja auch, das haben wir auch gerade gesehen, es werden ja nicht nur Wellness-Präparate, so wie Viagra, verkauft, sondern Schmerzmittel, Depressionsmittel, Krebsmittel sogar. Kann ich ausschließen, dass mir der Apotheker vor Ort, wenn ich um die Ecke gehe zu meinem Apotheker, dass der mir nicht auch sowas verkauft? Also zunächst mal nicht. Also zunächst mal muss man sagen, dass innerhalb dieser Vertriebskette vom Großhandel, von der Industrie bis zur Apotheke eigentlich relativ gut alles kontrolliert ist. Und da werden ja auch die Rahmenbedingungen eingehalten. Allerdings gibt es auch da Fälle und jetzt gerade auch in Niedersachsen, dass Apotheker selber im Markt gefälschte Wirkstoffe gekauft haben für zum Beispiel die Anwendung von Zytostatika, also von Krebsarzneimitteln, die als Rezepturen angefertigt werden. Das ist oftmals bei zum Beispiel bei Frauen mit Brustkrebs der Fall, wo dann Rezepturen angewendet werden, Infusionen, die dann nach der Körperoberfläche oder nach dem Körpergewicht genau dosiert werden müssen. Und da ist es vorgekommen, dass dann Substanzen gekauft wurden oder auch angeboten wurden und dann eingekauft wurden, die nicht dem entsprachen, was man braucht als Krebspatientin. Aber daraus würde ich jetzt eher schließen, ich lasse mir nichts anrühren in der Apotheke. Naja, das ist auch wieder falsch. Also im Grunde genommen brauche ich ja das Mittel. Man muss dafür Sorge tragen, dass im Grunde genommen sozusagen die vernünftige Qualifikation der Prüfung erweitert wird, dass man weiß, man hat es wirklich mit den Substanzen zu tun, die ich tatsächlich brauche. Jetzt ist ja gerade so wieder so die Zeit, wo alle hüsteln und schwächeln. Und ich höre immer wieder, dass irgendjemand sagt, also ich muss jetzt dringend mal was für meine Immunabwehr tun. Nur was? Im Blickpunkt. Tabletten, Kapseln, Pillen, Tropfen. Alles Präparate für unsere Abwehrkräfte aus der Apotheke. Ist da was dabei, was Sie kennen, was Sie auch mal nehmen? Das kenne ich. Man denkt, dass es dann was bewirkt. Vor allem, wenn es so viel Geld kostet, dann probiert man es auch aus. Also ich kenne auch viele, die holen sich das immer wieder und sagen, doch, das hilft was. Warum haben Sie das dann genommen? Weil es mir die Apothekerin empfohlen hatte. Die meisten Menschen wollen was tun. Sie wissen oft nicht, was sie tun und machen deshalb häufig was Falsches. Zielsicher steuern wir auf die nasse, kalte Jahreszeit zu und mit ihr auf eine Flut von Viren und Bakterien. Da ist unsere Abwehr gefragt. Und wir hören immer wieder vom Arzt oder Apotheker, wir können tatsächlich etwas für unsere Immunabwehr machen, wenn wir solche Präparate kaufen. Professor Gleske, kann ich so meine Immunabwehr tatsächlich stärken? Ich habe da große Zweifel. Wenn man sich die Studien anschaut und mal genauer hinschaut, welche Substanzen untersucht worden sind, dann findet man eigentlich keine gute Begründung dafür, warum ich solche Mittel nehmen sollte. Wir müssen einfach sehen, das Immunsystem reagiert eigentlich darauf, wie wir leben. Es geht um die Ernährung, es geht sozusagen um die Bewegung, es geht darum, dass wir eben auch mit unserem Immunsystem sozusagen pfleglich umgehen, es nicht überbelasten und dass wir das nicht durch Zink oder andere Maßnahmen dann unterstützen können. Also im Grunde genommen sind all diese Substanzen Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate oder andere so pflanzliche Präparate, da ist ja das Echinacea, also der Sonnenhut, immer im Vordergrund. Man weiß aus den Studien, es bringt eigentlich wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Also man sollte eher etwas für sich tun, was tatsächlich meinem Wohlbefinden hilft, dann ist das Immunsystem auch sehr zufrieden. Der Placebo-Effekt ist wahrscheinlich dann so groß, dass man sagt, ach, ich tue mir was Gutes, ich kaufe mir das jetzt, aber es ist eigentlich Quatsch. Der Placebo-Effekt kann eine Rolle spielen. Wir wissen, es gibt eine Psychoimmunologie. Wir sind auch psychisch beeinflussbar und das wiederum überträgt sich auf das Immunsystem. Aber im Grunde genommen kann ich mir das sparen, wenn ich all das andere berücksichtige. Vernünftig Obst essen, Ernährung, Bewegung. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was ich brauche. Eigentlich so einfach. Wir versuchen das zu beherzigen. Professor Gleske, schön, dass Sie da waren. Danke. Dankeschön.